Es ist der schnellste Weg. Das Licht wird fahler. Mark bemerkt es. Wir simulieren ja den Tag- und Nachtzyklus der Oberwelt. Viele Wesen brauchen das als Orientierung. Manche Gegenden und Ebenen haben aber auch keinen und sind immer gleich hell oder dunkel, je nachdem, erkläre ich. Auf diese Weise bekommt jeder, was er will. Und bei dir? Tag und Nacht, ich bevorzuge es so. Er hat sich wieder untergehakt. Eine Weile gehen wir schweigend. Adala werden ziemlich alt, nicht wahr? Ich spüre auch ohne Empathie, dass ihn diese Frage, die er so beiläufig, wie es ihm möglich ist, ausspricht, dennoch sehr bewegt. Als hätte er lange daran gearbeitet, sie zu äußern. Wir sterben nie. Ich stelle das sachlich fest. Ich habe zu dieser Tatsache keine emotionale Beziehung mehr. Weder freudig noch deprimiert. Es ist sein. Seine nächste Frage flüstert er nur. Du bist vermutlich älter als 30. Ich nicke. Ja. Wieder spüre ich die Anspannung in seinem Arm. Er ist durchschaubar wie ein Buch. Ich weiß, was er wissen will und warum. Menschen sind durchschaubar. Aber will ich es ihm sagen? Für einen Moment erwäge ich, ihm eine Brücke zu bauen und die Frage in seinem Kopf zu beantworten, aber dann entscheide ich mich dagegen. Er muss die Kraft finden, sich voranzuwagen, sonst wird er nicht bestehen. Du weißt ja, dass ich erst 28 bin, setzt er wieder an. Schweigen. Es würde mich auch nicht erschrecken, wenn du wesentlich älter wärst, selbst wenn es 100 oder 120 wäre. Er lacht, weil er das nicht erwartet. Ich habe Mitleid und mache es kurz. 327. Er stutzt. Dann versteht er. Etwas verkrampft sich in ihm, dann zittert er. Also lasse ich die Beiläufigkeit fallen, denn sie wird es ihm nicht leichter machen. Wir stehen bereits vor der Teleporterstation, die wie die Bahnhofshalle eines kleinen Dorfs in der Ecke steht. Es ist wenig los, da die meisten noch Einkäufe auf dem Markt tätigen. Alle Städte in der Unterwelt von Anderland haben einen einheitlichen Tag- und Nachtrhythmus. Wenn sich jemand zu uns teleportiert, braucht er keine Gewöhnung. Und Kontakt mit anderen Regionen der Unterwelt ist sowieso viel häufiger als mit der Oberwelt. Ich fasse ihn mit den Händen an den Schultern. Da ich 1,86 bin und er nur 1,74, schaue ich etwas auf ihn herab. Ich streichle sein Haar und küsse sanft seine Stirn, während er zittert. Dann rollen Tränen aus seinen Augen, trotz der offensichtlichen Anstrengungen, sie zu unterdrücken. Ich ziehe Mark zu einer Bank vor der Station und wir setzen uns. Dann bewege ich seinen Kopf sanft, sodass er mir in die Augen sieht. Mark, ich will nicht schöne Dinge versprechen, die ich nicht halten kann. Denn dies könnte dich noch mehr verletzen. Ich war sehr lange nicht mehr mit Menschen zusammen, egal in welcher Weise. Aber wenn es dir hilft, ich war selbst einmal ein Mensch, weißt du? Mark starrt mich mit offenem Mund an. Er hat keine Kraft, etwas zu sagen. Dann denke ich meine Worte doch in seinen Geist, denn ich will nicht, dass andere es hören. Er zuckt kurz, lauscht dann aber wie gebannt. Auch wenn es nur noch wenige gibt, die den kurzen Krieg erlebt haben, ich erinnere mich sehr deutlich daran. Ich war 34, als mein Leben als Mensch endete. Ich habe nicht danach gefragt, etwas anderes zu werden und war anfangs sehr verbittert deswegen. Vieles von meiner menschlichen Seite habe ich in 3 Jahrhunderten vergessen. Aber durch dich erinnere ich mich an vieles, das ich nicht mehr zu besitzen glaubte. Nur sehr wenige wissen davon. Warum auch? Es gibt ein paar Siedlungen von anderen Ardala und ich war eine Weile dort. Aber sie sind alle jünger und nach dem Krieg gleich als Ardala geboren. Auch wenn manche noch menschliche Eltern hatten. Sie kennen viele Gefühle nicht, die Menschen in starkem Maße prägen. Keiner von ihnen hatte diese menschliche Vergangenheit. Darum lebe ich hier allein, hier, unter anderen Monstern. Ich empfinde viel für dich. Aber ich bin alt und ich werde doch nie altern. Ich wüsste nicht, wie ein Mensch das erträgt, daher kann ich dir keine Hoffnung auf eine Zukunft machen.
und darum halte ich mich zurück, denn sonst breche ich dir das Herz und raube dir dein Leben. Aber wenn du willst, dann gehört uns zumindest die kurze Gegenwart, auch wenn ich nicht weiß, wie lange sie dauert. Mark lässt die Gedanken in sich sinken. Er verkraftet die Telepathie besser, als ich dachte. Dann konzentriert er sich. Erst meine ich, er denkt noch nach, aber dann spüre ich, wie er eine Antwort fokussiert. Ich hatte erwartet, er antwortet mit der Stimme, aber dann fange ich die Worte auf, die er an mich denkt. Ich will bei dir bleiben. Ich weiß nicht, was wird. Und ich habe auch keine Kräfte oder so, aber ich liebe dich. Er schaut auf und ich drücke ihn fest an mich.